Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, wir können berichten, wir haben einen Abschluss heute zu verkünden. Einen Abschluss, der sehr lange gedauert hat, weil wir verschiedene Maßnahmen setzen müssen haben, um eine Kraft zu entwickeln, die es einfach notwendig machten, um heute ein ordentliches und gutes Ergebnis für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erzielen. Wir haben zwei Schwerpunkte gehabt bei diesen Verhandlungen. Einmal Geld, einmal ordentliche Lohn und Gehalt. Und auf der anderen Seite, auf der zweiten Ebene, haben wir Schwerpunkte Arbeitszeit für die Arbeitszeit. Einfach was gebraucht, weil wir ja wissen, dass die Bundesregierung ja es möglich gemacht hat, ab 1. September uns 12 Stunden anzuschaffen, ohne dass sich die Arbeitnehmer wehren können. Der Abschluss lautet 3% bis 4,3%. Das heißt, besonders niedrige Einkommen profitieren ganz besonders. Das war ein wichtiges Anliegen und das haben wir in unserem Forderungsprogramm festgehalten. Und was das Thema Arbeitszeit anbelangt, ist der wichtige Schritt gelungen, dass wir die 11. und 12. Stunde pro Tag mit einem 100%igen Zuschlag versehen haben. Das heißt, wir haben die 11. und 12. Stunde verteuert und die 51. Stunde in der Woche ebenfalls mit 100%. Dazu kommt noch, dass wir, wenn jemand die 10. und beziehungsweise die 11. und 12. Stunde arbeiten muss oder die 51. pro Woche, dass hier eine bezahlte Pause von 10 Minuten zu gestatten ist. Das ist ein sehr wesentliches und ein wichtiges Element bei unseren Verhandlungen gewesen und wir sind hier froh, dass wir hier einen sehr weiten und guten Schritt weitergekommen sind. Es ist uns auch gelungen, lange gegen die Abwehrhaltung der Arbeitgeber zu kämpfen, bei der Gleitzeit einen Einstieg zu schaffen. Und es ist uns schlussendlich auch gelungen, dass wir das erste Mal im Kollektivvertrag die Gleitzeit regeln. Und zwar dergestalt, dass wir für Überstunden dann auch 100% Zuschlag bekommen, wenn sie 11. und 12. Stunde ist, sowie dass wir 6 bezahlte Gleittage pro Jahr für die in Gleitzeit befindlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreichen konnten. Ich glaube, das ist ein sehr großer Fortschritt und das ist auch ein Teil sozusagen der Beseitigung der Schieflage, die das Arbeitszeitgesetz und die Novelle des Arbeitszeitgesetzes hervorgebracht hat, weil hier ist es so, dass insbesondere eine Betroffenheit auch im FMTI bei der Gleitzeitbeschäftigung vorhanden ist. Ein wesentlicher Punkt waren die Lehrlinge bei unserem Forderungsprogramm. Hier ist wirklich ein sehr großer Schritt gelungen. Wir haben durchschnittlich die Lehrlingsentschädigungen um 10% erhöhen können. Das ist eine sehr tolle Geschichte, die uns natürlich gerade für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig war. Nachtarbeit ist ungesund, auch das war ein sehr bekannter Schwerpunkt bei unseren Verhandlungen. Es ist gelungen, die Nachtarbeitszulage in 4 Jahresschritten jeweils pro Jahr um mehr als 7% zu erhöhen. Auch das ist ein sehr gewaltiger Schritt, der uns sehr zufrieden stimmt.